Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem nächsten WoW Goldmaking Video und heute reden wir über Kataklysmen, Fishing und zwar über die Albino-Höhlenfische in Tiefenheim. Warum genau die Albino-Höhlenfische aus Tiefenheim ist auch relativ simpel. Diese braucht man für das Tiefsteinöl und das Tiefsteinöl wiederum braucht man für die Fiole der Sande. Heißt dementsprechend, jeder Crafter auf einem x-beliebigen EU-Realm wird früher oder später die Albino-Höhlenfische oder das Tiefsteinöl brauchen, um die Fiole der Sande wiederherzustellen. Also bezüglich der Verkäufer von der Fiole der Sande. Fiole der Sande an sich ist auch ein relativ schnell verkaufbares Mount. Nennt man das so? Ich habe ein Brain-Lag. Das wird auf jeden Fall relativ zügig gekauft, sagen wir es einfach mal so. Dementsprechend braucht man auch wöchentlich oder monatlich, je nachdem wie oft man mal sein Lager auffüllt, braucht man mal wieder eine gute Menge von diesem Öl oder von diesem Fisch, je nachdem was gerade günstiger ist bezüglich Herstellung. Dann schauen wir uns erstmal die Preise an. Und zwar haben wir hier den Albino Höhlenfisch mit einem stolzen Verkaufspreis von aktuellen 31 Gold bezüglich des Minimum Buyouts. Hat aber auch einen regionalen Marktwert von etwa 34 Gold und die durchschnittliche Verkaufsrate, also der Region Sale Average, beträgt 30 Gold. Man kann also grob sagen, wenn man jetzt auch noch die 5% AH-Cut mit abrechnet, bekommt man so Minimum, würde ich sagen, schon diese 27 bis 28 Gold pro Fisch. Was ich aber auch noch in Erinnerung habe, man kann aus den Schwärmen von dem Albino-Höhlenfisch auch noch flüchtige Materialien bekommen, in dem Fall flüchtiges Wasser. Da kann man auch einmal kurz reinschauen. Volatile Water hat auch noch einen Preis von etwa 14 Gold. Wurde vorhin mal resettet ein bisschen, ja, aber das senkt sich auch schon wieder. Genau, wenn man die dann noch bekommt, kann man die auch noch gut reinstellen. Die werden auch noch regelmäßig gekauft, wenn man die halt auch wiederum für andere Sachen braucht. Auch fürs Transmutieren für, ich meine, echt Gold. Braucht auch flüchtige Materialien oder halt auch andere Sachen. Okay, gehen wir mal zurück. Wir wollen uns auch noch das Tiefsteinöl anschauen. Das wird für 31 Gold im Durchschnitt verkauft, also der Region Sale Average. Region Market Value Average, also der Durchschnittspreis an sich, beträgt aktuell so um die 33 Gold. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen mehr an, wenn man bedenkt, man braucht einen Albino-Höhlenfisch, der umgerechnet genauso viel kostet wie ein Öl. Die Sache ist allerdings, das kann ich euch auch einmal schnell hier zeigen, ihr habt bei dem Tiefsteinöl eine Chance, auch mal zwei zu bekommen, anstatt nur ein von dem Öl. Das wiederum kann man dann auch mit Red Skill Master berechnen lassen, dass euch halt die Kalkulation auch die, ich sag mal, 50%ige Chance mit einberechnet, dass ihr auch mal einen Proc bekommt von zwei, anstatt einem Öl. Das zeige ich euch später. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir erstmal an, wo wir genau überhaupt die Schwärme finden und wo wir diese farmen. Das ist wie gesagt in Tiefenheim. Genau genommen hier in dem Bereich. Und wenn wir noch einmal rauszoomen, gibt es auch in dieser Zone, auch hier drumherum, noch einige Schwärme. Da kann man dann auch rüberfliegen, wenn man diese hier als Beispiel schon alle geangelt hat. Und hier unten müssten auch noch ein, zwei Schwärme sein. Da fliegen wir gleich auf jeden Fall mal rüber. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Testlauf und angeln uns ein paar Albino-Höhlenfische. Wo sind die Schwärme? Die waren gerade eben noch da. Ah, da sind sie auch schon. Okay. So, haben wir einmal einen Schwamm weggeangelt, 5 Stück bekommen, was im Durchschnitt jetzt schon mal 174 Gold im Durchschnitt sind. Oder wenn man das jetzt ausrechnet aus dem Norwegian Sale Average, sind das 152 Gold. Dementsprechend könnt ihr dann hier den kompletten Teich einmal abfliegen, gucken, wie viele Schwärme vorhanden sind. Die angelt ihr dann im Prinzip leer. Ich glaube, hier hinten war auch noch ein oder zwei von den Schwärmen. Wo sind sie? Da war vorher noch einer. Ach genau, hier ist noch einer. Und dann fliegen wir jetzt einmal schnell rüber zu der anderen Seite im Osten. Dann zeige ich euch dort noch einmal schnell, wo die Schwärme im Durchschnitt so positioniert sind.
Und dann gehen wir direkt rüber in Trade Skill Master. Dann zeige ich euch noch, falls ihr Alchemie besitzt aus Kataklysmen, wie ihr das Tiefsteinöl natürlich gruppiert und dementsprechend auch noch eine Auctioning Operation erstellen könnt, damit ihr halt auch die 50%ige Chance von dem Proc, dass ihr halt zwei Öle bekommt anstatt einen, dass ihr diese mit in den Minimum Price mit einberechnen könnt. So, da sind wir auch schon. Jetzt sind wir hier einmal im Osten gelandet, fliegen hier einmal kurz grob rüber, damit wir sehen können, wo ungefähr die Schwärme sind. Hier wurde schon einer angezeigt. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Sieht schöner aus. Für die Atmosphäre. Genau, dann kann man hier noch einmal lang fliegen. Dann müssten hier auch noch ein oder zwei Schwärme genau positioniert sein. Und dort ist auch noch einer auf der Minimap, noch einer. Also es sind auf jeden Fall viele Schwärme vorhanden. Wenn ihr Glück habt und ihr fangt hier im Westen an und fliegt hier rüber und grast einmal die komplette Zone ab, inklusive dem Spot, der hier noch positioniert ist, dann könnt ihr mal schauen, ob im Westen schon bereits die Schwärme wieder nachgespawnt sind. Ansonsten müsst ihr mal ein, zwei Minuten warten. Da müssten sie aber auch schon wieder da sein. Okay, hier ist einer in irgendeiner Höhle. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen planlos. Selber müsste da hinten sein, aber den würde ich tatsächlich nicht mitnehmen, sondern direkt weiterfliegen zum nächsten Schwarm. Okay, fliegen wir noch einmal schnell hier unten rüber und dann gehen wir ins TSM rein. So, angekommen zu dem letzten Spot. Hier findet man auch schon den ersten Schwarm von den Höhlenfischen. Dann hier auch nochmal zwei Stück. Also es sind auf jeden Fall genug vorhanden. Wenn ihr Glück habt, seid ihr sogar aktuell der Einzige in dem Pool des Tiefenheim, der gerade am Angeln ist. Es machen auch nicht mehr so viele Leute, weil die meisten sich eher auf Dragonflight fokussieren wollen. Aber, habe ich ja glaube ich auch in dem letzten Video schon erwähnt, ich bin kein besonderer Fan von Dragonflight, wenn es darum geht, mit Berufen Gold zu machen. Deshalb bevorzuge ich es eher, ja, sag schnell, Braindeck mit den alten Berufen aus dem alten Content oder allgemein im alten Content mein Gold zu generieren. Denn die Competition, also die Mitbewerber, sind nicht sonderlich groß im Vergleich zu Dragonflight. Also ich glaube, jeder, der schon mal in Dragonflight irgendwie versucht hat, Beruf, Equipment oder PvP-Greenies zu verkaufen im Auktionshaus, der wird relativ schnell unterboten. Und ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, dass ich gefühlt 8 Stunden am Stück oder so im AH stehe und kontinuierlich den Abbruchskill mache. Also da habe ich echt gar keinen Bock mehr drauf. Dementsprechend mache ich dann doch lieber im Old Content mein Gold und habe da meine Ruhe und muss vielleicht nur alle 4, 5 Stunden mal einen Abbruchscan machen und habe dementsprechend vielleicht sogar auch schon den einen oder anderen Cell gemacht. So, dann würde ich sagen, landen wir einmal hier ab und gehen rüber in Trade Skill Master. Aber zuerst craften wir uns mal ganz schnell ein paar Öle, damit wir die einfacher gruppieren können. Machen wir mal 2 Stück. Oh, guck mal, hier sind schon direkt 2 rausgeworden. Perfekt. Okay, wenn wir jetzt erstmal in den Basic reinschauen, Deepstone-Öl, dann wird uns angezeigt, wir machen gerade eben 11 Gold Verlust. Es kann auch sein, dass ihr, wenn ihr den Proc mit einberechnet, Sprachfehler, kann es vorkommen, dass der Preis immer noch im Minus steht. Das kommt immer darauf an, wie die Preise aktuell halt von den Höhenfischen und von dem Öl an sich variieren. Dementsprechend fangen wir trotzdem erstmal an mit der Gruppierung. Gehen ins TSM rein, Gruppe, stellen eine neue und nennen diese dann einfach Tiefsteinöl. Gruppieren das dann hier einmal hinein und wollen natürlich erstmal eine Crafting Operation erstellen, damit auch das Trade Skill Master Fenster vom Berufetab uns die 50%ige Chance von dem Proc halt noch mit einberechnet im Profit oder in der Verlustberechnung. So, Overwrite Parent Operation, create a new operation, nennen diese dann Tiefsteinöl. Minimum und Maximum Restock, das lassen wir jetzt erstmal einfach oder einfach so, wie es ist. Denn wir wollen jetzt eigentlich nur die Crafting Value überschreiben, anstatt den Restock hier zu bearbeiten. Klicken hier auf Yes. Und das habe ich ja auch in dem Video erklärt, mit dem Meister der Transmutation von Alchemie, dass man diese Formel quasi umändert, um halt auch die Proc-Rate mit einzubeziehen. Dementsprechend schreiben wir hier rein, anstatt First DB Member DB Market mal 0,95, schreiben wir rein, Klammer auf, First, Klammer auf, DB Min Buyout, Komma,
DB Markets, Klammer zu, also quasi dasselbe Prinzip wie mit der Standardformel, die drin stand. Multiplizieren den Spaß aber mit 1,5 wegen der 50%igen Proc-Chance. Machen noch einmal die Klammer zu und machen noch einmal mal 0,95 für den 5% Aha-Cut, der dann auch noch mit einberechnet wird, wenn man was verkauft. So, dann haben wir das jetzt quasi umgeändert. Wir merken uns mal die minus 11 Gold von dem Tiefsteinöl und schauen mal, ob sich der Preis geändert hat. Tatsächlich. Okay, wir würden jetzt aktuell Profit machen. Es sind nur 77 Gold, muss man auch mit einberechnen. Ist nicht sonderlich viel, man muss aber auch bedenken, es ist halt ja Ware, welche EU-weit gehandelt wird. Heißt, ihr habt den kompletten EU-Pool ja, am Arsch, würde ich sagen. Ist natürlich dann auch schwierig, da irgendwie eine Marktlücke zu finden, um etwas herzustellen, was dir auf einmal pro Potion oder pro Öl oder sonst was irgendwie 60 Gold oder so gibt. Also das ist sehr, sehr unrealistisch. Man hat ab und zu mal eine Chance, sowas zu finden. Genauso wie hier auch Potion of Deep Holm mit 46 Gold. Die Frage ist halt nur, wird es noch gekauft? Was ich aber sagen kann, Deepstone Öl, also das Tiefsteinöl, wird auf jeden Fall gekauft. Also entweder das Öl an sich selbst oder die Albino-Höhlenfische, die man ja auch so angeln kann und auch so ins Auktionshaus stellen kann. Einfach weil diese für die Fiole der Sande gebraucht werden. Okay, dann fangen wir jetzt einmal hier nochmal an. Wir haben die Crafting Operation erstellt. Diese ist auch gruppiert. Und erstellen uns dann noch eine Auctioning Operation. Create a new one. Nennen diese dann auch Tiefsteinöl. Und wir wollen diese für 24 Stunden einstellen, wollen maximal, sagen wir mal, 40 von den Ölen hineinposten. Unterbieten den Spaß noch mit einem Silberstück. Man kann das natürlich auch auf Null Kupfer lassen, aber ich bin da irgendwie alteingesessen. Ich bevorzuge es trotzdem auch, die Leute zu unterbieten, macht Spaß. Und dann würde ich sagen, Minimumpreis berechnen wir wie folgt. Klammer auf, 100% der Herstellkosten von dem Öl, welche hier im Tooltip angezeigt werden, unter TSM Crafting ganz unten. Dann geteilt durch 1,5 wegen der 50%igen Procrate, Klammer zu, geteilt durch 0,95, dass auch dort nochmal der Cut mit berechnet wird. Warum ist da jetzt ein Fehler drin? Ich bin verwirrt. 100% Crafting. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich Idiot. So rum. Haha. Okay, also 100% Crafting geteilt durch 1,5. Und die Summe dividieren wir dann auch nochmal mit 0,95, einfach um den 5% AHK mit einzubeziehen. Den Maximum Price und den Normal Price, den können wir auf DB Region Sale Average basieren, da wie gesagt das Öl oder halt auch die Fische regionsweit gehandelt werden. Also kann man jetzt auch sagen, hey, mein Maximum Price für das Öl ist auf 150% DB Region Market Average betragen und der Normal Price beträgt 115%. Wenn das Öl unter meinem Minimalpreis aktuell steht, auch hier könnt ihr wieder einstellen: Don't post item, post it at your normal price oder wie ich es gerne handhabe. Ignore auctions below minimum price heißt so viel wie der nächstbeste Preis wird unterboten, der über deinem Minimalpreis steht. Wenn es über Maximalpreis ist, kann man das auch hier auf post maximum lassen oder post normal. Wir lassen es einfach mal auf Maximum. Okay, dann schauen wir einmal hier rein. Tiefsteinöl ist gruppiert. Auctioning Operation, Crafting Operation ebenfalls. Dementsprechend kann man auch hier im Tooltip einmal reinschauen. Unser Minimum Price wäre berechnet aus 100% Crafting geteilt durch 1,5 geteilt durch 0,95, 24 Gold und 46 Silber. Und der Normalpreis dementsprechend 38 Gold und 89 Silber. Und der Maximalpreis 50 Gold und 72 Silber. So, was wir jetzt hier aber noch machen können, sagen wir einfach mal, ihr habt das Rezept für die Fiole der Sande und braucht dieses Öl selbst. Und ihr möchtet aber auch die 50%ige Procrate in eure Materialkostenberechnung mit einbeziehen. Also das, was wir jetzt gemacht haben, sind
die Crafting, also die Herstellungskosten, aber die Materialkosten sind immer noch auf Standard basierend, dass die 50%ige Prograte nicht mit einberechnet wird. Und ihr wollt das halt haben, weil ihr dieses Öl selbst braucht zum Weiterverarbeiten. Dann geht ihr auch hier in das Berufe-Tab rein von TSM, klickt dann auf Reports oben in den Tab, Materialien und sucht hier euer Tiefsteinöl raus. Dementsprechend klicken wir drauf, dann sieht man hier die Standardformel, die Standardberechnung, Min, Klammer auf, DB Market, Crafting, Vendor bei Klammer zu. Und hinter dem Crafting korrigieren wir den ganzen Spaß noch einmal mit geteilt durch 1,5 wegen der 50%igen Prograte. Dementsprechend steht dann auch hier jetzt gleich im Tooltip unten beim Material Cost nicht mehr 33 Gold 61, sondern 23 Gold und 23 Silber. Okay, das war es sogar schon im Prinzip. Ich habe euch alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte bezüglich dieses bezüglich Sprachfehler, bezüglich diesen Farm hier. Hoffe, ich konnte euch da noch mal ein bisschen mit weiterhelfen oder eure Erinnerung auffrischen, denn Cataclysm ist ja auch schon einige Jahre her. Und wie gesagt, ich bin eher der Fan vom alten Content, denn da hat man weniger Mitbewerber, wenn es halt darum geht, Gold zu machen. Okay, als kleinen Abschluss, man kann natürlich auch sagen, hey, ich möchte meine Albino-Höhenfische gruppieren mit Red Skill Master. Man kann daraus auch eine TSM-Gruppe erstellen und es sagt dann in der Auctioning Operation, hey, mein Minimum Price ist, sagen wir mal, 85% DB Reach Market Average, Normal Price 115% und der Maximalpreis 150% DB Reach Market Average. Problem ist allerdings, die Preise von EU-weiten Sachen schwanken relativ häufig. Deswegen würde ich euch empfehlen, gerade solche Materialien, also allgemein Mats, manuell einzustellen und dort die Preise abzuchecken. Weil wenn ihr jetzt sehen würdet, ich möchte 80%, 85% als mal Minimalpreis haben von DB Reach Market Average und jemand postet, aber 15.000 als blödes Beispiel für 18 Gold rein. Würdet ihr dann vielleicht warten, bis der Preis sich erholt? Oder würdet ihr mit dem aktuellen Minimalpreis mitgehen, weil es vielleicht sehr, sehr lange dauern würde, bis diese Übermenge rausgekauft wurde? Dementsprechend, wie gesagt, checkt dann lieber manuell über das Blizzard Frame die Preise ab der Materialien und bestimmt dann für euch selbst, ob ihr warten möchtet, ob ihr die zu dem aktuellen Preis einstellen möchtet oder ob ihr die dementsprechend vielleicht doch einfach mal teurer einstellen möchtet, in der Hoffnung, jemand resettet den kompletten Markt einmal und kauft eure überteuerten Items mit. Okay, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, viel Spaß mit dem Goldmaking und bis zum nächsten Video.